Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein Thema dabei, was ehrlich gesagt nicht wirklich schön ist und ich bin durch Zufall auf dieses Replay gestoßen, was selber hochgeladen worden ist, möchte ich gleich vorweg dazu sagen. Wir begleiten hier einen Rhinoceronte, der im Platoon ist mit zwei Leuten im Objekt 277 und im IS-4. Schönes Matchmaking muss man erstmal sagen, keine Arti. Dreistufiges Matchmaking, also die Kollegen spielen hier gegen 9er und 8er. Er hat jetzt erstmal hier die Seite gewechselt, seine beiden Platoon-Mates warten da auf ihn. Und das ist so ein Thema, was wir uns jetzt hier anschauen werden, was wir uns leider hier anschauen werden, wo ich jetzt auch keinen Stress damit habe, da Naming und Shaming zu betreiben. Da werden wir noch ein bisschen tiefer dann am Ende des Replays drauf eingehen. Wieso, weshalb, warum und wie ihr da verfahren könnt. Also diese drei Kollegen entscheiden sich jetzt dazu, dann doch statt in den Norden, in den Süden zu fahren. Und ja, erstmal nichts Verdächtiges dabei. Ich bin auf dieses Replay aufmerksam geworden, weil ich quasi immer mal wieder bei whatreplays.com so gucke, was denn so an neuen Replays da eingesendet worden ist, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Und da habe ich gesehen, Rhinoceronte 13.000 Schaden. Habe ich jetzt erstmal gedacht, uff. Normalerweise sieht man da bei diesen Schadenssummen immer nur die Meta-Panzer, sowas wie ein Chieftain, 279, diverse andere Panzer, STB-1, so Panzer, die halt mega stark sind. Ein Rhinoceronte hatte ich bis dato da noch nicht gesehen und die DPM von dem Panzer ist ja auch ehrlich gesagt relativ schwach. Ja, also das Gefecht muss schon ultra langsam laufen, dass da 13.000 Schaden zusammenkommen. Wir haben jetzt hier auch schon nette Chat-Nachrichten gelesen und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wie das denn zustande gekommen ist. Und wenn wir jetzt in das Gegnerteam schauen, dann sehen wir da ein Dreier-Platoon, auch Top-Tier, dreimal Mäuse. Natürlich wird man da jetzt erstmal nicht hellhörig. Kann ja, wie das immer so schön dann auch formuliert ist, kann ja Zufall sein, kann ja auch sein, dass sie einfach gegeneinander spielen wollen, was auch immer. Kann, wie gesagt, auch ganz, ganz rein zufällig passiert sein, dass die jetzt hier im gleichen Match gelandet sind und es wird sicherlich mit fairen Dingen zugehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Level an Dreistigkeit habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Ich habe zwar schon häufiger Situationen gesehen, wo die Mitglieder aus ein und demselben Clan Dinge getan haben, wo man ja zumindest den Verdacht äußern kann, dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und dass da Riggen passiert ist. So übertrieben offensichtlich wie in diesem Fall habe ich es tatsächlich jetzt auch noch nicht gesehen. Und das Interessanteste daran fand ich, als ich das Ganze dann an Wargaming weitergeleitet habe, weil ich auch gefragt habe, ob es in Ordnung ist, wenn ich ein Video zu dem Thema mache und natürlich auch vorher gefragt habe, ist es auch okay, wenn ich jetzt hier die Namen zeige oder den Clan zeige. Und dann hieß es, solange das Ganze sachlich bleibt, ist das völlig in Ordnung. Und mir geht es jetzt vor allem auch darum, erstens euch darauf aufmerksam zu machen und euch dafür zu sensibilisieren, dass es sowas gibt, dass es auch nicht gerade selten vorkommt, sondern dass man gerade in den späten Abendstunden oder in den frühen Morgenstunden, wo die Server halt ja, relativ wenig Spieler haben im Vergleich zur Primetime natürlich, wo es dann halt deutlich einfacher ist, so zusammen in ein Gefecht reinzuklicken. Da kommt es dann schon des Häufigeren vor. Ich persönlich spiele meistens zu solchen Zeiten dann nicht, aber habe das schon häufiger gerade von den Leuten, die dann vielleicht Frühschicht oder Nachtschicht arbeiten und dann ja, zu eher ungewöhnlicheren Zeiten spielen, dass denen das schon häufiger passiert ist. Und wie gesagt, wir fragen uns jetzt natürlich jetzt auch in dieser Runde die ganze Zeit, okay, wo sind denn die drei Mäuse? Krass finde ich, ehrlich gesagt, dass die drei Mäuse bis jetzt noch in gar keiner Form am Gefecht teilgenommen haben. Und das Team hier von, keine Ahnung wie er heißt, Clockey Fee in seinem Rhinoceronte im Prinzip hier nur gegen 8er und 9er kämpft, die trotzdem schon über 6.000 HP hinten liegen und bis eben auch zwei Panzer hinten lagen, obwohl im Prinzip das gesamte Dreierplatoon aus dem Gegnerteam, die aus dem gleichen Clan kommen, bis jetzt noch nicht am Gefecht teilgenommen haben. Wie gesagt, im Zuge der Tatsache, dass ich das Ganze hier quasi ja, gemeldet habe und dann auch gefragt habe, ist das okay, so ein Video zu machen, habe ich festgestellt, dieses Replay ist schon ein paar Wochen alt. Und es wurde noch nicht gemeldet, obwohl es auf whatreplays.com sogar selbst hochgeladen worden ist, lag noch keine Einsendung, keine Meldung bei Wargaming vor.
Ich habe das Ganze jetzt mal korrigiert. Ich habe so richtig einen auf 31er gemacht und habe das Video jetzt gemeldet. Und ich werde euch auch gleich zeigen, wie ihr quasi solche Sachen melden könnt, wie ihr das korrekt meldet, dass da auch was passiert. Jetzt im Gefecht selber reporten, da passiert tatsächlich meistens nicht allzu viel, weil da einfach das Report-System nicht für ausgelegt ist und dann auch nicht die ganzen Feinheiten erfasst. Wenn ihr wirklich selber mal in so einem Gefecht sein solltet, wo sowas stattfindet, dann gibt es andere Möglichkeiten, auch dann quasi das Replay einzusenden. Da muss aber zugesagt sein, dass das Replay aktuell aus der aktuellen Version sein muss. Ja, wenn ihr da 2-3 Monate wartet und da ist dann eine neue Version gekommen und ihr habt es bis dahin immer noch nicht gemeldet, dann ist das im Prinzip wie eine Verjährung. Ja, also wenn euch sowas passiert, meldet es umgehend. Und wie ihr das macht, das gucken wir uns gleich an. Witzig finde ich aber, dass das Team hier um den Rhinoceronte, das 277 und den IS-4, im Prinzip den 277 schon verloren hat. Den IS-4 schon verloren hat. 277 ist auch fast tot. Der Rhinoceronte hier hat auch nur noch 462 HP, hat zwar schon 6500 Schaden gefarmt, aber wie gesagt, jetzt kommt die erste mega unsportliche Aktion. Einer der Mausfahrer im Gegnerteam schiebt hier den 53 TP raus ins Offene, um das quasi hier die beiden Wartenden, das 277 und der Rhinoceronte, den hier verhackstücken können. Und um auch sicher zu gehen, fährt die Maus jetzt sogar nochmal hinterher und kracht jetzt hier nochmal in den 53 TP rein. Also das schon mega, mega unsportlich. Und ihr seht auch selber, die Mäuse machen keine Anstalten hier auf den Rhinoceronte zu schießen. Er kann hier in aller Ruhe nachladen. Da oben der Lanzen versucht noch mit HE was zu machen. Macht immerhin 66 Schaden. Jetzt wird auch er quasi von den Mäusen da rumgeschoben und so ins Offene geschoben, dass ihn quasi der T30 rausnehmen konnte. Und jetzt lasse ich das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, dass ihr jetzt seht, was jetzt hier passiert. Ah, hier stehen die Voll-AP-Mäuse und er kann jetzt ganz in Ruhe, ganz entspannt nachladen. Die lassen sich jetzt hier bereitwillig von ihm abfarmen. Er muss natürlich Ewigkeiten nachladen. So, jetzt wartet er sogar noch gefühlt eine halbe Stunde, bis er dann den nächsten Schuss machen kann. Also ihr seht, was hier passiert. Ja, die Mäuse haben sich komplett rausgehalten. Nur wenn andere aus seinem Team dann mitschmatzen wollten, dann haben sie sich gewehrt und haben dann quasi potenzielle Mitesser entfernt. Und ansonsten stellen sie sich hier so hin. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass er hier sogar sein ganzes Heat verballert, obwohl die Maus ihm seine Seite präsentiert. Also er eigentlich noch unnötig Credits verschwendet. Aber das ist halt in hohem Maße unsportlich, was hier passiert. Und es ist für alle anderen Beteiligten, außer die 6, also für die 24 anderen Teilnehmer dieser Runde, einfach nur ätzend, unerträglich. Und man stellt sich vor, irgendjemand war jetzt hier zum Beispiel auch auf Gunmark unterwegs oder will einfach nur Spaß haben und erlebt dann so eine Scheiße hier wie gegen diese 6 Kameraden. Wobei, Kameraden will ich sie eigentlich gar nicht nennen. Hier, der Kollege ist sogar zu blöd, zu blöd, die Maus dann auch noch zu pennen, obwohl die Maus sich hier in keiner Weise wehrt. Also das ist schon arg belastend, was hier passiert. So, jetzt steht er hier mit Auto-Aim und die letzten HP werden dann jetzt hier auch noch weggemacht. Er guckt jetzt sogar noch, ob er erstmal noch den T95 machen kann. Der platzt aber. Jetzt haut er hier quasi alles, was noch verblieben ist an Munition, in die Maus rein. Also es ist halt einfach erbärmlich. Wenn man, das muss man auch ganz klar so sehen. Was man hier zu angeboten bekommt, ist halt wirklich, wirklich schon erbärmlich. Aufgrund der Datenschutzverordnung darf mir natürlich Wargaming nicht sagen, was jetzt aufgrund dieses Reportes passiert, beziehungsweise was für Maßnahmen da ergriffen werden. Aber ich habe mir zumindest versichern lassen, dass wenn ihr euch die Mühe macht und diese Replays einsendet, dass dann Konsequenzen folgen. Und wie ihr das Ganze macht, das werden wir uns jetzt im Weiteren kurz anschauen. Ja, bevor wir das machen, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie bin ich zu dem Replay gekommen. Ich habe einfach jetzt hier bei Find Replay Stufe 10, dann habe ich hier auf Show gedrückt. Dann habe ich hier nach Schaden sortiert. Das erste Match, was hier übrigens kommt mit dem Chieftain, ist auch so, ja, 17.000 Schaden, denkt man erstmal krass, aber er hat es wenigstens selber rein
geschrieben, dass auf beiden Seiten die Spieler Disconnect hatten und er dann hier quasi die vier Spieler alleine gespielt haben und die anderen alle AFK waren. Aber hier bei dem Rino Gameplay, da wurde dann auch noch reingeschrieben, Best Game, wenn man jetzt hier unten die Kommentare durchliest, da wird schon deutlich, worauf das hinausläuft. Interessant finde ich, dass keiner von denen, die hier das sogar kommentiert haben, oder von den 97 Leuten, die sich das runtergeladen haben, das Replay bis jetzt noch keiner reportet hatte. Und wenn wir uns jetzt einfach mal diesen Clan anschauen, dann könnt ihr auf WhatLive gehen, auf Cassie, so heißt dieser Clan, wenn man sich das dann anschaut, dann wird relativ schnell deutlich, worauf das hinausläuft. Auch derjenige hier, ClockAV, der das Replay gespielt hat, ist aber nicht der, der es hochgeladen hat. 4400 Gefechte und man sieht hier schon an den Stats, ja, so schlecht ist wirklich niemand. Das ist schon beabsichtigt, einfach unterirdisch schlecht gespielt und zwischendurch dann einfach mal wieder so eine Rigger-Runde rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, was die Leute motiviert, sowas zusammenzuspielen, aber im Prinzip, es sind ja nicht gerade wenig Leute, jetzt hier in dem Clan sind es 44 Leute. Und wenn man mal guckt, wie viele Gefechte die so in den letzten 30 Tagen gespielt haben, da sind dann schon einige dabei, die doch ein paar mehr Gefechte gehabt haben. Wenn man das zusammen addiert, dann kommt es halt auch nicht selten vor, dass man solche Leute dann mit im Team hat, die komische Aktionen bringen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen dann und hier unten guckt, wer das abgeloadet hat, also hochgeladen, dann sehen wir, das war nicht derjenige, der das gespielt hat. Und dann habe ich erst mich gewundert, okay, wie ist der Typ jetzt an das Replay rangekommen? Und jetzt habe ich dann nochmal danach geguckt nach diesem Lockheed. Und da habe ich dann erst gedacht, okay, vielleicht ist das sein zweiter Account, weil der hier hat jetzt 12.800 Gefechte, ist schon statsmäßig besser. Und dann habe ich mir den Clan angeguckt und das ist ein Clan mit 40 Mitgliedern, wo es wieder genauso aussieht, ja, auch, und hier sind zum Teil deutlich mehr Spiele noch in den letzten 30 Tagen, also wenn man hier mal guckt, 2000 Gefechte, 2000 Gefechte, 2000 Gefechte, fast 2000 Gefechte, also in 30 Tagen 2000 Gefechte, nur mal so für euch, ich mache das quasi Fulltime als Streamer und spiele so 600 bis 800 Gefechte im Monat, das ist schon sehr viel. Und bei 2000 Gefechten, da kann man nur davon ausgehen, dass da auch noch Bots mit am Laufen sind etc. Also auch das hier, ein absoluter Trollclan. Ich habe das auch so weiter noch in meinen Report mit reingeschrieben und mir wurde auch von Wargaming-Seite versichert, dass man da jetzt nochmal einen genaueren Blick drauf wirft auf die einzelnen Leute hier. Weil das sind so Sachen, wenn wir mal fernab vom Balancing, fernab von den ganzen anderen Problemen, die vielleicht World of Tanks selber hat, wenn es davon schon so viele gibt, und das werden mit Sicherheit nicht die einzigen Trolle sein und mit Sicherheit auch nicht die einzigen beiden Clans, die so aussehen, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, dass viele Gefechte einfach so einseitig ausfallen, wenn da Leute mit Absicht schlecht spielen, mit Absicht Bot-Programme laufen lassen oder solche Situationen, wie wir das eben hatten, mit Absicht solche Gefechte zu riggen. Wo immer ihr sowas seht, ja, scheut euch nicht, den Weg zu gehen. Das wurde mir auch nochmal, wie gesagt, so von Wargamings Seite mitgegeben. Den Link, um sowas zu melden, den findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Da müsst ihr dann, da kommt ihr dann auf diese Seite. Da müsst ihr dann quasi auf Verstoß melden gehen. Ihr wollt einen Verstoß melden. Ihr müsst euch natürlich erstmal mit eurem Account anmelden. Dann geht ihr auf Verstoß melden. Und dann müsst ihr hier euch etwas aussuchen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr bei diesen Verstößen präzise seid. Ja? In dem Fall hätte man jetzt sagen können, Betrug, Täuschung, Mods und Cheats, Bot und AFK, das war alles jetzt ehrlich gesagt nicht der Fall. Betrug und Täuschung kommt noch am nächsten, aber bei unfaire Spielweise, da findet ihr dann nochmal Unterkategorien, da gibt es Teamkill, manipuliertes Gefecht, Missbrauch der Physik, Spam auf der Minikarte. Wir wählen hier das manipulierte Gefecht aus und dann könnt ihr hier quasi auswählen, auf welchem, auf was für einem Account ihr spielt. Ich spiele auf Wargaming Center. Dann müsst ihr hier auswählen, wann dieser Regelverstoß stattgefunden hat, wie der Benutzername des Täters lautet und quasi, wenn es ein Gefechtsreplay dazu gibt, das empfehle ich euch, weil ohne Gefechtsreplay ist es dann wieder relativ schwer, das Ganze für den Support zu analysieren. Dann schreibt ihr hier einen Zeitpunkt rein. Hier schreibt ihr nochmal rein, was grob passiert ist. Und dann könnt ihr hier euer Replay mit anhängen und das Ganze dann auf Ticket absenden, losschicken.
Ihr werdet dann nicht darüber in Kenntnis gesetzt, was für Schritte vorgenommen werden, in welcher Art und Weise die Strafe ausfällt, weil das fällt dann wieder unter die unter den Datenschutz. Aber wie gesagt, ihr könnt euch sicher sein, dass, wenn ihr euch diesen Aufwand macht, dass da definitiv nachgeguckt wird. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da auch was passiert. Ja? Aber das Wichtige, das wiederhole ich hier nochmal, ist, dass ihr das dann auch zeitnah meldet. Ja? Sobald das passiert ist, am besten Replay rausholen, gerade wenn ihr vielleicht auch nicht alle Gefechtsaufzeichnungen aktiviert habt. Dann nach der Runde einfach hier auf diesen Link gehen, quasi den Support Bescheid sagen, das Ticket eröffnen und wie gesagt hier das Replay dazu hängen und dann wird sich das Ganze angeschaut. Schade, dass ich so ein Video machen muss, aber wie gesagt, gerade durch solche Hochladeaktionen von solchen Replays bin ich da jetzt nochmal auf das Thema aufmerksam geworden und wollte euch nochmal zeigen, wie ihr quasi gegen sowas am besten vorgeht und im Prinzip auch im Sinne des Servers helft, dass solche Spinner einfach keine Chance haben und dass da auf jeden Fall dann Sanktionen verhängt werden, damit quasi wenigstens sowas in Zukunft zumindest weniger auftritt. Man wird es nie ganz vermeiden können, es ist halt nochmal das Internet, es ist anonym und man wird es nie verhindern können, dass leider solche Leute auch mit an solchen Communities teilnehmen, aber man kann da ganz entschieden gegen vorgehen und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr sowas nicht macht und dass, wenn ihr quasi Zeuge seid, wenn sowas passiert ist, dass ihr euch dann kurz die Mühe macht, hier dieses Replay hochzuladen, den Verstoß zu melden und damit auch dazu beitragt für mehr Sportlichkeit im Game. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich bitte darum, jetzt hier in den Kommentaren auf Beleidigungen zu verzichten, auf Naming und Shaming eurerseits zu verzichten und vor allem dann auch jetzt die Kollegen nicht anzuschreiben oder sonst was. Wie gesagt, die haben jetzt hier nur als Beispiel gedient und ich denke, der Wargaming Support wird sich ohnehin um die Kollegen kümmern. Da müsst ihr jetzt nicht noch zusätzlich Salz in die Wunde streuen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.